Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Es geht weiter mit Sir Aetiomaziel, was auch immer. Er ist Lichtkönig und ja, wir haben schon lange keinen Lichtkönig mehr gespielt. Dementsprechend werden wir das doch gleich mal wieder... Genau, wir werden mal ein bisschen Magic Damage upgraden. Nochmal, so zack, dann haben wir wieder 35 Gold nur. Das heißt, für Sharon gibt es mal wieder nichts. Und ja, die Runenkonstellation lasse ich mal bislang so. Und wir haben... Was ist das eigentlich für ein Spell? Wir haben jetzt irgendwie so einen Raben. Ach so, wir können Raben scheißen, das ist cool. So, Sharon, lässt du uns durch? Du lässt uns durch. 32 Gold. Oh Mann, ich glaube, Sharon muss bald irgendwie... muss bald Insolvenz anmelden bei seinem... Weiß nicht, das läuft ja irgendwie schon lange nicht mehr so gut irgendwie mit dem Geld, ne? Das ist irgendwie schade. Eigentlich ist er doch ein ganz sympathischer Kerl. Gut, vielleicht irgendwann vergesse ich es mal. Ihr wisst ja was, irgendwann gebe ich ihm mal einen richtigen Batzen Geld, so. Damit das hier weitergehen kann. Wobei, eigentlich sollte das endlich mal aufhören, ne? Dieses grausame Generationensterben, was jetzt schon über Jahre lang, über Jahrhunderte schon geht. Das ist ja, oh, das ist nur für so eine Billigtruhe? Nee, komm, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ich glaube, das ist so ein Arschlochschloss, das sehe ich jetzt schon. Das ist so ein richtiges Arschlochschloss. Das ist so nach dem Motto, ja, versuch's jetzt gar nicht. Ich lasse dich jetzt einfach hier, ich gebe dir jetzt nur Scheißräume. So sieht das aus, ja genau, schon allein diese, aber jetzt schon keine Lust mehr. Naja. Aber das Schloss wird mich nicht klein kriegen, denn hier ist ein Restoration-Schrein. Das wusste ich nämlich, denn das ist so ein bisschen aufgebaut wie mein eigenes Schloss. Ja, ich lebe in einem Schloss und da habe ich auch Restoration-Schreine. Natürlich, sollte jedes gute Schloss haben, bin ich der Meinung. Das ist wahrscheinlich auch so geregelt. So, zack. Das steht in den Richtlinien. Moment, was ist jetzt mit diesem... Ach du Scheiße, wie OP ist der Spell? Okay, gut. Die Void Rune für das Sword. Hatten wir die nicht schon? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde alles doppelt. Dieser Rabenspell oder Krähenspell, wie derb ist der bitte? Das klingt momentan ziemlich geil. Also, okay, es kostet aber auch relativ viel. Also das kombiniert mit dem Lichtkönig. Es scheint mir doch eine ziemlich geile Kombi, wenn man entsprechend viel Magic Damage hat. Kommt da eigentlich... Ich glaube, da kommen immer so viele raus, wie Gegner da sind, oder? Oder Moment, ich überprüfe das gleich mal, wenn da ein Gegner ist. Aber eigentlich möchte ich es nicht verschwenden, aber warum nicht? Ich möchte zumindest mal wissen, wie die Mechanik funktioniert. So, erstmal nach rechts. Ach so. Wisst ihr was? Da gehen wir hin, wenn ich richtig viel Gold habe und riskiere es dann. Dann werde ich mich wahrscheinlich am Ende hängen, aber so soll es sein. Nee, da möchte ich eigentlich nicht lang. Ich möchte es nach oben. Genau, wir wollen immer weiter nach oben. Denn wir wollen das neue Gebiet endlich mal ein bisschen vorankommen da. Was heißt endlich mal? Wir sind ja noch gar nicht so lange da. Ich muss mich nicht mal so stressen, ne? Alles gemächlich. Ist ja nicht so, dass irgendwie mittlerweile schon... Ich würde mal gerne wissen, wie viele sind eigentlich... Pyarox macht doch immer diese tolle Statistik. Ne? Übrigens, das muss man nochmal lobenswert erwähnen. Pyarox macht immer eine tolle Statistik, mit was ich schon gespielt habe, wie viel Gold ich inzwischen habe und so eine... Das sieht nach viel Arbeit aus, deswegen seist du hier nochmal erwähnt. Und mal sehen, wie viele ich eigentlich schon... Oh, wie viele Helden ich eigentlich schon geopfert habe. Oh, 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 Visionary. Visionary, nein, Visionary. Nicht gut. Ne, inzwischen müsste das ja schon ziemlich viele Söhne sein. Und Töchter. So. Da haben wir noch eine Truhe, die machen wir natürlich auf. Oh, noch ein bisschen Gold, warum nicht? Wir könnten echt mal so ein bisschen... Ich glaube, ich werde mal beim nächsten Mal, wenn ich jetzt wieder sterbe und wenn es wieder so scheiße läuft, werde ich mal wieder so ein Farmrun machen. Dann einfach das komplette Schloss, den kompletten Wald clearen und dann irgendwie von dem Gold irgendwas ganz, ganz Mächtiges kaufen. Irgendwie. Wie gesagt, eine Laserpistole, da fehlen noch ein paar Jahre, ne? So, gut. Dann geht's ab nach oben. Ja, genau. Da müssen wir jetzt immer drauf aufpassen. Im letzten Part bin ich ja richtig schön verreckt an so einem Ding. Erinnerungen an Dark Souls werden wach. Ja, die Mimics, die sind großartig. Jeder, der das Spiel gespielt hat, wird mir beipflichten, dass das total lustig war, als man das erste Mal einen Mimic aufgemacht hat in Dark Souls. Das war doch total witzig. Oh ja, war das... Oh, das war so witzig. Ach, was haben wir gelacht. Bist du böse? Nee, du bist nett. Okay. Dann muss ich jetzt wirklich immer jede Truhe schlagen. Ja, so wie in Dark Souls. Weil eigentlich müsste ich für dieses Spiel ja gestählt sein, weil ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Dark Souls gespielt. Irgendwie. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie, wobei ich dabei ja nicht kommentieren muss. Das macht die ganze Sache sowieso schwerer hier. Was ist mit euch los? Hier, da kann ich jetzt mal gerade den Dings ausprobieren. Boah, ist das übertrieben? Ist das übertrieben oder ist das übertrieben? Was zur Hölle? Wie gut. So, dann müsste ich jetzt eigentlich mal, ich glaube, bin ich schon auf dem Cap? Bin ich schon... Ich sehe Gegner auf der Map, sehe ich gerade. Wie gut ist das eigentlich? Oh. Wie viel Life kriege ich eigentlich zum Sprung? Ich kriege mittlerweile, wow, wie viel Life ich durch den Hit bekomme. Oder, ach nee, das ist ja noch, ich bin noch nicht am Cap. Okay, das ist sehr interessant. Dass ich die Gegner, ach, das ist dieses Clear, Moment, wie heißt das nochmal? Das ist dieses,
Dings, Remember Any. Ach, ah, okay, interessant. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, denke ich mal. So. Aber irgendwie ist mein Cap jetzt erhöht worden, ne? Ich glaube, das hat auch mit dem Level zu tun, wie hoch das Cap ist. So, möchte ich da hoch? Defeat all enemies. Was haben wir denn hier Böses? Oh Gott. Ach, hier schon wieder. Ah, schaut mal. Ach, wie praktisch das ist. Ich liebe diesen Spell. Das ist ja toll. So, da drin haben wir eine Balance Rune. Okay. Gut, und jetzt lohnt sich das Cape-Basis auch wieder, ne? Okay, da wäre der Boss. Wollen wir uns den mal angucken? Eventuell, aber ich möchte mich zumindest noch ein bisschen hier... Ich muss mich ja noch ein bisschen an das Gebiet hier gewöhnen, deswegen... Na, da gehen wir noch nicht rein. Außerdem möchte ich zumindest Full Life und Full Mana. Oh nein. Nein. Nein, danke. Da nicht. Okay. Oh. Okay. Oh, die sind ja schon Level 49. Welches Level ist der Boss denn dann bitte? 50? Oder? Ja, das ist ja vielleicht noch ein bisschen zu hoch für mich. Gut, ich bin aber, glaube ich, am Live-Max. Na, die hasse ich. Ich hasse diese... Wüste über... Ah, ich habe nicht genug Mana. Müsste eigentlich gehen, wenn ich das nur rechtzeitig... Oh, wie viel Life die haben. Die Plentheit. Plentete. Oh, oh. Immer zweimal drauf und dann passt das nämlich. Zack. Alles kein Problem. Wupp, wupp. Gut, 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 gut. So, da haben wir noch eine Menge Gold. Da freut sich, da lacht das Herz. So, wo war... Nee, das hier oben war... Ach doch, da könnte ich nochmal lang gehen, auf jeden Fall. Übrigens, was mir mal aufgefallen ist, viele Leute beschweren sich, oder was heißt viele Leute? Das ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Ich sag voll oft irgendwo hergehen, obwohl das voll falsch ist. Das ist irgendwie sowas, was ich mir angewöhnt habe. Ja, das ist. Oh Gott, oh Gott. Das ist irgendwie voll nicht korrekt und so, aber ja, das ist irgendwie so ein Fehler. Das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Oh, ich muss den da oben töten. Oh, das ist. Oh, das mag ich nicht. Hört doch mal auf mit eurem blutigen Zeug auf mich zu. Okay, passt. Gut. So komme ich nie dazu, mein Mana umzuwandeln, wenn ich so weitermache. Oh nein. Oh nein, das ist nicht gut. So. Gut. So, was haben wir hier drin? Ah, noch ein bisschen Gold. Ja, gut, dann wird das zumindest goldtechnisch ein sinnvoller Run, auch wenn ich... Vielleicht, wenn wir uns den Boss zumindest mal angucken könnten. Ich werde ihn bestimmt beim ersten Mal legen. Passt mal auf. So wird das nämlich sein. Nein, danke. Oder ich weiß nicht, vielleicht doch. Die können ja nicht nach oben angreifen eigentlich, ne? Genau, die können nur diesen komischen Dash-Angriff. Gut, der Rotkohl macht mir allerdings Sorgen. Genau, am meisten macht mir der Rotkohl Sorgen. Oh. Theoretisch? Eigentlich muss ich... Oh. Das ist gar nicht so schwer. Das ist alles ganz simpel. So, genau. Oh. Es ist schon gut, dass die Lanzen mich hier oben nicht treffen, ne? Oh, und weg. Die halten aber schon eine Menge aus, ne? Ich habe echt das Gefühl, dass ich so ein bisschen unterlevelt bin. Ich sollte vielleicht wirklich nochmal hier... Ich überlege mir auch irgendwie, sollte das so sein, dass ich vielleicht ein bisschen hochleveln muss, dass ich dann... Oh Gott. Dass ich dann vielleicht so ein paar Farmruns nicht aufnehme. Das ist die Frage an euch. Wollt ihr das dann auch sehen, dass ich so Farmruns aufnehme? Ich weiß ja nicht, ob das so interessant für euch ist. Weil dann könnte man theoretisch das dann offscreen machen, ein bisschen leveln, ein bisschen farmen und dann hier weitermachen. Das ist natürlich die Frage, ob ihr das wollt. Das müsst ihr mir natürlich sagen, ne? Deswegen stelle ich euch die Frage hier. Könnt ihr ja mal was zu schreiben. So, wir wollen auf jeden Fall unten links noch nachgucken. Wenn wir jetzt den ganzen Tower hier clearen. So, da haben wir noch... Oh, diesen... Ich mag diese Augen nicht. Und ich muss an den Dash denken. Oh, und ich darf nicht sterben. Jetzt nicht, nein. Jetzt definitiv noch nicht. Das ist noch nicht gut. Oh! Okay. Irgendwie habe ich Angst vor diesem Raum. Aber das ist der einzige Weg, irgendwie, der gerade sinnvoll erscheint. Einfach durchdashen. Passt. Gut. Wobei, theoretisch müssen wir das eigentlich hier... Pass mal auf. Raben auf Doom! Okay. Die sind schon ziemlich... Die sind schon sehr, sehr geil. Also... Oh, nein! Also, ich mag die auf jeden Fall. Was ist... Wer wirft denn damit Ninja-Sternen auf mich? Hörst du mal auf damit? Ach, ihr seid das. Ihr Ninjos. Ihr habt mich so ein bisschen an die hier... An die Onis. Hier Onis, japanische Sagen gestalten und so. Kennt ihr doch bestimmt. Falls ihr mein Muramasa-Let's Play gesehen habt vielleicht. Oh, nein. Ich brauche definitiv mehr Schaden. Hier macht sich der Hokage wirklich gut. Wobei, ich habe mir auch überlegt, eigentlich, Moment, hier mal kurz ein bisschen konzentrieren, dass ich da nicht irgendwie unnötig Schaden kriege. Ich habe mir auch überlegt, irgendwie, dass ich wirklich den Assassin ein bisschen upgrade. Dass ich da alles in Crit-Damage pumpe. Nicht Crit-Damage, sondern Crit-Chance. Das stelle ich mir ziemlich übertrieben vor. Und normalerweise ist, wenn die Crit-Chance von einem Schaden ziemlich hoch ist, in jedem Spiel... Ah ja, das habe ich gesehen, du
Pissnäke. Normalerweise ist es so, wenn die Crit-Chance in einem Char hoch ist in einem Spiel, normalerweise ist es immer ziemlich OP. Deswegen, den können wir einfach so töten. Hulkguard? Ach, deswegen ist er grün. Okay. Eine kleine Anspielung. Ach gut, und Lichtkind kann ich auch krippen, weil es natürlich dann nicht so hoch ist. So. Okay, sind wir zumindest gleich wieder auf dem grünen Zweig. Moment, hier ist eine Truhe unten. Die möchte ich auf jeden Fall haben. Nur kurz vorm Rotkohl aufpassen. Ist die auch böse? Nee, ich glaube, die bösen Truhen haben halt nur kein Schloss irgendwie. Ich glaube, das ist das, woran man die erkennt. So, da haben wir noch die Silver Chest Plate. Sehr gut. Unser Inventar an... Oh Gott. Oh. Die sind eigentlich total harmlos. Die haben immer dasselbe Muster. Deswegen, so statische Gegner finde ich irgendwie nie so schlimm. Oh, die machen aber echt viel Schaden hier. Das ist nicht schön. Okay, Moment, da unten ist einer mit einem Rotkohl-Morgenstern, deswegen gehen wir erstmal. Gut, ist gut. Cyrno ist gut. Cyrno, du bist viel zu doof, um mich mit Eis zu bewerfen. Normalerweise, so. Okay, Moment, nee, erstmal. Au! Ach, Mann, Mensch, das ist doch irgendwie. Das ist doch nicht schön. So, wie komme ich jetzt da oben? Ich möchte jetzt meine Raben powern. Das sind Krähen eigentlich, ne? Warum sage ich immer Rabe? Ich weiß auch nicht. So, okay. Okay, gut. Schön gekrittet. Den kann ich ganz leicht killen, einfach. Ach, gut. Die sind wirklich... Die sind schön, die Gegner. Die mag ich. Die wehren sich nicht. Die nehmen ihr Schicksal einfach an. Stehen einfach nur da wie so ein nasser Sack. Und ich glaube, die wollen mir einfach nur live geben. Ich glaube, das ist deren Sinn und Zweck im Leben, mir live zu geben. Finde ich gut. So, zack. Dankeschön. Warum ich das mal wieder zurückkickt. Okay, nein. Schieß mal kurz deinen Pfeil. Der schießt zwei Pfeile, sehe ich gerade, ne? Oh Gott. Nein. Ist gut. Alles ist gut. Alles wird gut. Irgendwann. So, nein. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein, dass du damit deinen Pfeilen hantierst. Was? Also war sie doch böse. Ich dachte, man erkennt es daran, dass sie... Wie unnötig. Unnötig Schaden gefressen. Gut, das heißt, ich werde einfach auf jede Truhe einschlagen, die ich sehe. Ja, ja, das ist die richtige Wahl. Einfach auf jede Truhe einschlagen, die man sieht. Ja, das solltet ihr im echten Leben auch machen. Ne? Das ist wahrscheinlich eine gute Absicherung vor Mimics. Falls es sowas überhaupt gibt, ich glaube ja nicht, aber trotzdem. Falls ihr demnächst jemanden seht, der wie wild auf irgendwelche Schatztruhen draufhaut, beziehungsweise auf Schränke oder alles mögliche, dann bin ich das wahrscheinlich. Wie zuletzt seit Dark Souls. So. Gut, irgendwie sind wir immer noch vom Live her ziemlich am Sack. Das heißt, ich werde, bevor ich dann zumindest zum Boss gehe... Oh, neues Journal Entry. Oh, sehr gut, ein Chicken. Journal Entry Nummer 12. I have found a solution to my hunger problem. The forest holds an endless bounty of delicious mushrooms. And within these mushrooms lie chicken legs. Also gold coins and vials of sparkling water. I broke open a tree trunk earlier and a bag of money fell out. Sometimes I feel like I've gone insane. Plus, what is up with the moon? It's huge! Aber endlich mal jemand, der sich die Frage stellt, warum Chicken im... Oh Gott, ich falle und das war fies. Das war fies. Das war wirklich... Ach, kommt, Leute, das war echt fies. Ernsthaft. Ich falle runter und dort sind Stacheln direkt. Gut, ich versuche nur eine Ausrede zu finden. Egal, wir haben noch Zeit für noch einen Run, denke ich. Das sollte sich noch ausgehen. Spelunker! Guckt mal! Nostalgie. Kevin ist schwul. Interessant. Ein Hero for... Das ist doch mal... Genau, jetzt werde ich mal so einen kleinen Farmrun machen mit dem Spelunker. Moment. You miss the good old days. Hatten wir Nostalgic schon? Ich glaube nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Können wir hier ein bisschen... Ah, Gold Gain Up. Das wollte ich mal upgraden. So, dann, wofür haben wir noch Geld für? Wir haben noch Geld für alles Mögliche. Schaden wollte ich noch ein bisschen haben, so. Noch irgendwas eventuell. Na, da brauchen wir 600 für. Vielleicht kaufe ich mir noch was vom Schmied. Oder so. Nee, das ist alles zu teuer. Gut, vielleicht hat der Schmied noch irgendwas. Ach, das war das. Ah, das, was wir auch im Intro gesehen haben. So, was hatten wir denn? Wir haben hier den Ranger Helm. Gut, der gibt ein bisschen Helf, aber... Was ist denn hier recht billig? Irgendwas, was billig ist. Ich brauche irgendwas Billiges hier. Das Night Cape. Zack. Oh, Sharon kriegt schon wieder nichts, Mensch. Wahrscheinlich wird er mit demnächst auflauern auf dem Weg nach Hause. Es gibt ja nie einen Weg nach Hause, ne? Kann da gar nicht. Er kann sich gar nicht an mir rächen. Er könnte sich theoretisch nur an meiner Familie rächen. Irgendwie.
könnte dafür sorgen. Aber wenn er sich an meiner Familie rächt, rächt er sich quasi auch an sich selber, weil ich bin sein einziges Einkommen. Ja, irgendwie ist das eine scheiß Situation. Ich möchte nicht in Sherrys Schuhen stecken, falls er überhaupt welche anhat. Ich glaube, er ist unter seinem Umhang nackt. Ich glaube, er hat nichts anderes an. Irgendwie, das ist so ein Exhibitionist wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch ein Trade in dem Spiel, Exhibitionist, dann haben die Leute keine Kleidung. Ich glaube nicht, nein, das würden sie nicht wagen, sowas zu machen. Wobei, das wäre irgendwie lustig, wenn sie dann so Zensurbalken drauf hätten irgendwie, ne? So schwarze Zensurbalken. Das hätte irgendwie was. Das wäre ganz lustig. Na, vielleicht gibt's das sogar, ich weiß nicht. Ich schreibe im Spiel mittlerweile alles zu. Gut, der ist Spelunker. Also der hat den... Jetzt sehen wir auf der Karte... aha. Interessant. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier so einen richtig schönen Farmrun raus. Das machen wir jetzt noch irgendwie. Und ich werde dann mittendrin im Part abbrechen und dann im nächsten Part direkt wieder ansetzen. Weil ich möchte jetzt irgendwie nicht einen 30-Minuten-Part machen. Das möchte ich dann nicht antun. So. Oh ja, es gibt richtig viel Kohle mittlerweile. Das freut mich. Take no damage. Ja, und wie soll das funktionieren, ihr klugen Holzköpfe? Gar nicht eigentlich. Nur mit einem Fünffach-Jump vielleicht. Man kann ja... Man kann es mal in der Luft dashen, aber es geht ja nicht mehrmals, ne? Nee. Es geht nicht mehrmals. Ja, dann könnt ihr mich mal. Kreuzweise. Okay, dann geht's nach oben. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach... Oh, was ist... Ach, das sind die beiden. Die möchte ich mal töten irgendwie. Die habe ich nämlich noch gar nicht getötet. So, okay. Wow, muss er damit was kompensieren? Das weiß ich nicht. Ich frage... Wahrscheinlich muss er es schon, ne? So, einer ist tot. Dein Eisklumpen ist irgendwie verbuggt. Das ist schade, das tut mir leid für dich. Okay. Eigentlich sind die... Oh, ich wollte gerade sagen, eigentlich sind die voll harmlos. Sind sie auch wirklich? Ja, ja, genau. Und der verbuggte Eisklumpen... Der hätte mich töten müssen. Das wäre es jetzt gewesen irgendwie. Der verbuggte Eisklumpen des Todes. Das wäre ein toller Party-Titel gewesen. Aber er hat mich nicht getötet, weil ich das wusste. Nee, wusste ich eigentlich nicht. So. So, was haben wir in der Truhe? Ein Diamant? Wie viel hat er... Was hat er gegeben? Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wie viel er gegeben hat. Auf jeden Fall, glaube ich, eine Menge. Ist hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. So. Geht's weiter. Moment, da links? Da möchten wir auf jeden Fall noch hin, ja. Gehen wir erstmal nach links noch. Gucken da noch nach. Oh. Ja, nee, hier sind die... Ach, jetzt denke ich mal, jede Truhe ist böse. Dabei sind die hier ja nicht böse. Die sind ja nur oben böse. So. Wieso schieße ich... Okay, das ist ja harmlos hier. 160. Okay, das... Eventuell könnte sich das wirklich lohnen. Irgendwie zumindest anfangs. Habe ich jetzt zumindest mal gezeigt, den Spelunker. So, hier haben wir soweit alles geklärt. Das heißt, nach rechts geht's. Und hier ist auch irgendwo... Ne, oben ist eine Truhe. Oh nein, kein Rotkohl. Ich habe gerade echt wenig Life, sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. Müssen wir schnellstens irgendwas gut tun, würde ich sagen. Ist hier irgendwo ein bisschen Kronleuchterfleisch? Ich brauche Kronleuchterfleisch, Leute. Ich könnte mir ja gut vorstellen, dass es irgendwie... Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Diese Wattebausche des Todes. Da wäre es beinahe schon wieder um mich geschehen gewesen. Gut, 10 Life, sehr gut. Was ich mir vorstellen... No looking. Ja, jetzt, passt auf. Hihi. Hab ich versagt? Nee. Ich dachte gerade, das wäre es gewesen. Die Curse Rune. Was macht denn... Oh, das interessiert mich mal, was Curse macht. Ich glaube, was Curse-mäßiges haben wir noch gar nicht gefunden, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das werden wir auf jeden Fall dann überprüfen. Bild böse, Bild nett. Okay. Oh, verdammt. Das ist überhaupt nicht gut. Das Problem ist, der Spelunker hat irgendwie überhaupt sonst keinen Vorteil. Ne? Er ist halt irgendwie, kann halt nur mehr Gold finden irgendwie. Ansonsten ist er ziemlich kotig. Das ist noch nett ausgedrückt. Okay, da an die Truhe möchte ich auf jeden Fall noch ran. Und der Schaden ist halt auch minimal, ne? Nein, 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 nein. Ich möchte nicht mit dir den Bund der Ehe eingehen. So. Da haben wir nochmal eine Menge Gold. Ja, das lohnt sich doch eigentlich, ne? Mal so einen Run zu machen nebenbei. Dann könnte man eventuell noch ein bisschen seinen Schaden upgraden. Weil ich merke ja inzwischen... Moment, gehe ich erstmal nach oben? Ja, ich weiß zumindest, unten geht es ja in den Forest, ne? Weil ich merke ja mittlerweile das Problem... Wenn ich Reach me. Oh! Oh! Gerade so, ey. Das war ganz schön knapp. Grace Rune, das haben wir auch noch nicht. Interessant. Schön. Das war mal ganz schön knapp. Ich merke ja, dass mein Schaden mittlerweile recht gering ist, ne? Gut, das lag auch vielleicht daran, dass ich den Lichtking hatte, von dem der Schaden generell nicht so hoch ist, weil der ja mehr so die Mana-Klasse ist. Der mehr darauf setzt. Aber vielleicht dann mal so ein paar Farmers machen, ein bisschen den Schaden erhöhen. Könnte durchaus mal gar nicht so schlecht sein.
Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, ich beende den Part jetzt erstmal hier und im nächsten Part werden wir dann weitermachen, genau hier mit dem Spelunker und mal gucken, was wir noch so finden, mal gucken, ob das noch ein recht erfolgreicher Run wird. Vielleicht werden wir sogar den Boss mit dem Spelunker besiegen. Ich glaube es zwar nicht, aber wäre doch mal gar nicht so schlecht. Naja, bis zum nächsten Part.